Also ich habe ein Video draußen, da ist ein Kollege mitgefahren und der wurde vom rosa Truck gerammt. Ich war's nicht. Nee. Das weiß ich. Ich habe den Namen ja gefilmt. Okay. Habe ich aber Glück gehabt. Ja. Mhm. So, ich bin jetzt auf 69 gegangen. Hier steht ein Bagger und der baggert noch. Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Komm, wir steigen mal aus und schieben das Ding mitten auf die Straße und hauen ab. Aber ohne Beleuchtung. Vorhin, wo ich auch alles rausschneide, was unwichtig ist, da habe ich mit Absicht einen Radlader von Paris nach Rotterdam geschickt oder gefahren. Und da habe ich denen gesagt dann, ja, ich bringe einen Raupenbagger mit. Falls da irgendwelche Leute im Weg stehen, die kann ich dann wegbaggern. Ja, ja. Und das Video habe ich Da hätte ich ja mit meinem Dynamit, weil ich vorhin gefahren habe, auch auf dumme Ideen kommen können. Ne? Ja. Aber so eine kleine Sache, ne? So ein bisschen Spaß machen. Ne? Ja. Ich glaube, ich werde mich mal bewerben bei den TSM-Mappern, dass ich da mitmappe. Dann baue ich eine Brücke nach England, dann ist das vorbei. Naja, bald kommt ja diese neue Karte raus. Und zwar hier Dänemark auf jeden Fall und dann eventuell noch Skandinavien. Ach, du meinst aber offiziell von SCS? Von SCS, ja. Und das wird dann hier auch in den Multiplayer reinkommen. Und ich denke mal, da werden noch ein paar Ferien rüberkommen von Finnland und so über Norwegen Richtung England. Oh, dann England. Bestimmt nach Kiel. Denn und nach Real Kiel, ja. Gibt es viel Anschlüsse in Kiel. Aber das weißt du ja, du bist ja auch aus dem Norden. Genau, ich bin auch ein Nordlicht. Ja. Ein Deichkind. Ein Fischkopf? Ja, ein Fischkopf, ja. Der Blub. Du fährst ziemlich dicht auf, wenn ich jetzt lake. Ich würde dir ein bisschen Angst machen, wenn du das leckst, dann knallt. Genau. Und hast du schon die Hose gemacht? Nö. Den Schaden kriegst du ja, nicht ich. Auch wenn ich die schön von der Seite nehme, dann machst du einen schönen dreifachen Salto. Denn ich bin ja bei der. Mal gucken, wie das ist mit dem Schaden. Denn beim Lack, da bin ich ja weiter vorne, als du denkst. Und du fährst hinten auf und ich bin ja schon lange weg gewesen. Habe ich vorhin auch schon gehabt beim Video. Ist ja mir hinten drauf gefahren. Ich habe gar keinen Schaden am Auflieger gehabt, aber der andere stand im Boden. Ja. Also, mir passiert nichts. Ich weiß nicht so richtig. Aber das müssen noch hier ein bisschen fixen, die Leute. Die machen auch schon einen guten Job, finde ich. Können sie ruhig weitermachen. Ja gut, so ganz hundertprozentig geht das nicht, das ist doch klar. Ja. Aber man muss die Leute auch loben, ne, dass sie auch weitermachen. Das ist schon geil. Also für eine Alpha-Version läuft das doch erstaunlich stabil, muss ich sagen. Wie sieht es mit deinem Sprit aus? Ah, ich habe noch gut halb. Willst du tanken? Nö, das ist tanken. Da ziehen wir jetzt, es sind noch 30 Kilometer, hallo? Ja, ich weiß. Dann aber auf der anderen Seite da tanken, wa? Wo so ein Honsel da rumsteht, mit seinem Tanker an der Tankstelle. Hast du nicht genug hinten drin? Nein, der Lieferkart tankt dahin. Dass wir wieder voll tanken können. Wer von uns beiden fährt jetzt zurück und erklärt ihm, dass das nur virtueller Sprit ist? Ah, ich sehe schon das Fähnchen auf der Karte. Ja, dann ist das ja gleich gelaufen. Also ich habe noch 48 Minuten Fahrzeit. Ich sehe das Fähnchen jetzt auch. 25 Minuten, dann trennen wir uns ja nachher. Oder fahren wir beide die Ziele ab? Ja, ich fahre kurz bei dir ran und muss nur sagen, wo ich abbiegen muss. Ich glaube mal hier vorne irgendwo. Soll ich dich mal überholen? Ne, jetzt darf ich nicht. Jetzt ist Überholverbot beidseitig. Ja, kurz vom Ziel. Nichts Wertvolles passiert auf dem Video, leider, aber schöne Unterhaltung gehabt, ne? Was ist nichts passiert? Ändern wir. Warte mal, ich komme nochmal dicht. Nicht provozieren, ne? Nein. Du musst nach Triad, ne? Was muss ich? Triad? Da kommt was. Was rosa Schlüpfriges. Schlüpfrig? Ich bin doch nicht schlüpfrig. Aber rosa. Aber bei dir ist jetzt aua! Du hast da Angst gekriegt. Du hast mich gerade gerammt. Ich bin da. Ja, ich weiß. Habe ich gespürt.
dich gerammt, ehrlich? Ja, kannst du mal ein Video sehen, das ist Beweismaterial. Schick dabei ich gleich bin ich ein. Doch bestimmt schon bald einen Kilometer weiter durch gewesen, bevor ich wieder nach rechts rüber gefahren bin. Jetzt weiß ich, wie das passiert. Das heißt also, viele Rammer, die ich gekriegt habe, die waren gar nicht absichtlich. Ja, genau. Oh, weia. Dann habe ich mich einmal gerecht bei einem, der wollte mir gar nichts. Deswegen urteile ich auch nicht zu früh und poste das auf den Kanal von den Forum da. So, noch ein Stück. Mal groß hier wenden. Und jetzt filmst du, wie ich einparke. Ach du Scheiße, jeder blamiert sich so gut, wie er kann. Und ich gebe mir jetzt die größte Mühe. Ja. Flycam ist an. Concentration, Frau Matuschek. Muss dein Nachname gerade sagen? Ach, das steht doch sowieso in meinem Kanal. Also. Rate mal, warum ich ein Pseudonym verwende. Ja, weil er Angst hat, dass irgendwelche Stalker oder so dir da was Böses tun. Nicht, dass sie meine Stimme erkennen und dann 40 Euro von mir kassieren wollen. Ach so, ja, gut. Die Zuschauer wissen natürlich nicht, worum es jetzt geht hier, aber egal. Das muss doch auch nicht sein. So. Das machst du doch wunderbar. Ja, das reicht nicht. Bisschen zu weit auf der linken Seite, ne? Ja. Kann das nicht so richtig sehen. Ach, da muss er aber drüber. Okay. Aber dafür ohne Außensicht, ne? Mach ich auch nicht. Immer mal mit Innenspiegeln. Ja. Und du lehnst dich aus dem Fenster raus. Ja, manchmal. Jetzt mache ich mit Spiegel. Je nachdem, wie das gerade so passt. So, das hat gereicht. Sehr gut. Tee! Ausgezeichnet. 253 Kilometer ist ein Pups, aber immerhin 9.451 Luschen. Ja, das sollte reichen, ne? Ja. Um mir eine Kleinigkeit zu leisten, neuen Nummernschild oder was auch immer. Wenn ich jetzt als nächste Tour eine richtig lange nehme von 1.500 Kilometer, dann müsste ich in den nächsten Level schaffen, in den 21er. Hm, ja. Wir fahren jetzt eh nochmal zu meiner Abladestelle, ne? Ah, ich muss nur eben speichern. Ich fahre dir danach. So. Ich speichere erst, wenn ich offline gehe. Ja. Die Autospeicherung ist ja drinne. Also, wenn das zu weit weg ist, ist mir auch egal. Fahr ich halt die Tour nochmal. Gut, dann fahr mal los. Ich fahr hinterher. Dann siehst du gleich den Vollhonk beim Einparken. Oh ja. Und bestimmt auch mit Flykamera. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt bei dem Let's Play. Wenn du dann mein Einparken gefilmt hast. Das war jetzt ein bisschen gestolpert, mit ein paar Mal korrigieren. Das kann ich auch manchmal auf einen Rutsch, aber nicht immer. Das ist mal mehr, mal weniger gut. Ja, es kommt immer darauf an, wie man gerade auf der Stimmung ist, wie man gerade richtig eingelenkt hat und so. Ne? Und ja, das ist. Ja, das und wie die anderen Spieler halt stehen, ne? Ja. So, mal gucken, ob von rechts und links was kommt. Ich cheate ja nicht. Nee, ich auch nicht. Ich gucke mal wirklich nach rechts und links und fahre dann erst los und guck nicht nachher auf hier Tabulator-Taste, ob jemand in der Nähe ist. Ach so, nee, das mache ich auch nicht. Das geht, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das geht. Ja, ich habe da mal was von gehört, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Kannst nee, das mache ich auch nicht. Wenn du Tabulator-Taste drückst, dann sehe ich nur dich. Du bist gerade hier 100 Meter entfernt, kommst gerade näher, bist jetzt auf 80. Aha. Hast du mal gedrückt, Tabulator-Taste? Dann mach ich mal. Ah ja. Und da siehst du alle Spieler in der Ecke. Da ist jetzt ein GmbR mit 300 Meter. Ah ja, okay. Das kann sein. Und wie kriege ich das wieder weg? Ach, nochmal so, drauf drücken. Okay. Jo. Ja, dann möchte ich nicht wissen, wie diese Liste ausgesehen hat am Samstag um 17 Uhr in Kiel. Die war ellenlang. Ich habe zwar nicht raufgeguckt. Page 1 von 468.
So, gleich noch hier abbiegen. Oder fahre ich geradeaus und decke noch kurz diesen Händler auf. Da, Arbeitsamt? Nö, Arbeitsamt will ich nicht aufdecken. So, kurz abbiegen hier. Schön gekonnt und nicht gegengefahren. Ja, toll, ist rot geworden. Das hast du absichtlich gemacht, weißt du? Das ist genau das Richtige. So ist das immer im Realen auch. Da hast du so einen Honk vor dir, ne? Und das ist dann wahrscheinlich so ein alter Opa mit Hut und der hat hinten so einen Wackeldackel und du guckst dir mit 30 km/h 2 Stunden lang den Wackeldackel an und dann fährt er bei Gelb oder der Ampel und du stehst da. So ist es doch immer. Ja, ist es ja auch. Ach, du bist ja schon wieder da. Ne? Opa mit Hut fährt immer gut. Ja, bist ja schon wieder hinter mir. Ja, die Ampeln sind ja hier nicht so lange rot. Zum Glück, die haben Angst. Ja. Angst vor den Spielern, ne? Ah, wir können auch hier bleiben. Wir können auf der Spur bleiben noch ein bisschen. Beim Kreisverkehr müssen wir abbiegen. Ja, kurz vom Ziel. Es war eine nette Fahrt mit dir. Ach, du musst ja erst noch einparken. Wir haben ja noch ein halbes Stündchen. Ach, eine Stunde brauche ich zum Einparken, okay. Ja, wenigstens, oder nicht? Wenn noch ein paar so eine Raser kommen wie jetzt hier, dann wird es ein bisschen länger dauern, ja? Kurzer Hänger. Kurzer jetzt Hänger mit einem Anhänger. Das ist auch eine Masche von mir, um dich abzulenken, damit du nicht mein Einpacken siehst. Das dürfte dir relativ schwer fallen. Ja. Oder du kannst so auf, dass du im Boden versinkst vor Scham. Ja, genau. So, das ist eine relativ gemeine Einfahrt hier. Da muss man schräg einparken. Ach, das ist doch Sinn. Aber ich probiere mein Bestes hier, ne? Möglichst schnell machen, damit sie nicht in den Free-Flight-Modus reinkommt. Oh, ist ja easy, wenn keine Auflieger hier stehen. Und abgeben. Na, das war ja gut. Hat sich ja gar nicht gelohnt, die Free-Kamera zu machen. In einen Rutsch. So, noch zur Werkstatt oder wie wollen wir es machen? Ich sag mal, wir machen Schluss hier, oder? Ja, okay. So ein kleines Küsschen zum Ende. Komm. Du bist verrückt. Bisschen verrückt sein muss man, dass es Spaß macht. Okay. Ja, ich gehe auch jetzt raus und wie spät ist das jetzt? 3:15? Ich schneide wohl noch den zweiten Teil von gestern. Ja. Vielleicht lade ich den auch noch hoch, dann kann das nämlich während ich bin hochladen. Dann ist das nämlich morgen verfügbar. Mal gucken. Und meine Aufnahme läuft noch? Ja, meine auch. Ja, okay. Aber ich mache die jetzt aus und sag mal Tschüsschen. Tschüss. Jetzt mache ich noch ein Foto, weil ich F10 drücke.